Nach Jahren der Forschung und Tausenden von Gesprächen haben wir sie endlich gefunden. Die eine Sache, die jeder macht, der erfolgreich ist. Und die eine Sache, die jedes Unternehmen macht, das erfolgreich ist. Was das ist, erfahrt ihr in diesem Video. Seid gespannt. Und damit viele Grüße da draußen an die Endgeräte. Bevor ich jetzt zu dieser einen Sache komme und ich garantiere euch, ihr werdet hinterher die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, wusste ich doch schon längst. Ja, wussten wir auch. Aber es ist was anderes zwischen Wissen und das dann wirklich so machen. Deswegen trete ich euch heute nochmal virtuell in den Hintern und sage euch, woran wirklich oder womit Erfolg wirklich steht und fällt. Bevor wir damit einsteigen, aber noch eine kurze Geschichte, die das Ganze vielleicht ein bisschen besser verdeutlicht und das Ganze auch ein bisschen zugänglicher macht. Wenn ihr das Video jetzt schaut, versetzen wir uns einfach mal ein paar Wochen zurück in ja die erste Augusthälfte diesen Jahres 2022. Wir hatten einen Workshop beim Kunden. Der Arbeitsauftrag war ganz klar, am Ende des Tages soll eine Agenda stehen. Was sind die nächsten Schritte? Wie kommen wir mit einem bestimmten Projekt voran? Und was konkret müssen wir tun, damit wir ins Tun kommen? Und was soll ich sagen? Das Ergebnis am Ende des Tages hat tatsächlich alle Leute verblüfft. Zumindest alle Leute außer uns irgendwie. Insbesondere den Auftraggeber, den Geschäftsführer des Unternehmens, für das wir tätig waren. Denn der hätte mit diesem Ergebnis nie gerechnet. Das Ergebnis war nämlich, dass wir genau diese Vorgabe erreicht haben. Jetzt mag man sagen, ja, erstmal nichts Besonderes. Sollte schließlich ja der Normalfall sein, dass ein Unternehmen, wenn es einen Auftrag erhält, in dem Fall wir, diesen Auftrag auch ausführen. Anscheinend gab es aber von Seiten der gegnerischen, oder nicht gegnerischen, aber der kundischen Führungskräfte, ja, die haben nicht daran geglaubt, dass wir dieses Ziel erreichen, weil sie das sich selbst und ihren eigenen Leuten nicht zugetraut haben, dass sie aus dem Reden ins Tun kommen. Und dass sie wirklich konkrete Ansatzpunkte erarbeiten können, die, ja, jetzt als Agenda dienen dafür, diesen Prozess in der nächsten Zeit weiter zu gestalten. Und das war sicherlich auch mit das Ergebnis von vorangegangenen Erfahrungen, die man da gemacht hat, denn man hatte schon verschiedene Workshops mit den gleichen Leuten zum Teil, zum gleichen Thema und ist nie so richtig irgendwie vorangekommen, hat immer viel geredet, aber ein Ergebnis stand am Ende sehr begrenzt höchstens da und hat auch schon mal externe Leute da gehabt, aber das führen wir jetzt nicht weiter aus. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, diesen Kundenauftrag wie vorgegeben zu erledigen. Wie gesagt, das war für alle ein bisschen seltsam, aber wenn man so die richtigen Kniffe und Tricks und sowas kennt, kriegt man die Leute auch dazu, sowas aufzustellen. Ein bisschen Beharrlichkeit war da zwischendrin auch durchaus notwendig. Immer wieder, wenn vom Thema abgeschwiffen wurde, wirklich zurückzukommen, den Fokus neu zu lenken auf die Aufgabe, die da vor uns liegt. Aber das haben wir geschafft. Und gut, in dem Zusammenhang war das Ergebnis dann für uns so ein bisschen unbefriedigend, wenn man dann so eine Liste macht, ja, was hat jetzt die höchste Priorität, wie gehen wir das an? Und das sind wirklich Sachen, die aus meiner Sicht am nächsten Tag hätten umgesetzt werden können und dann wird dann eine Frist vereinbart Mitte November. Ja. Gut, das hatte jetzt vielleicht verschiedene Gründe, unter anderem auch, dass die Leute sich erstmal mit diesem Gedanken anfreunden mussten, wirklich hier ins Tun zu kommen und überhaupt ja die Veränderung jetzt auch mal aktiv zu gestalten. Aber gut, sei es wie es sei, wie gesagt, das hätte man sicherlich auch kurzfristig hingekriegt, wenn nicht vielleicht am nächsten Tag dann in einem Zeitraum von einer Woche oder so wenigstens die ersten Schritte, aber da sind wir ja dann auch nicht die, die da irgendwie unbedingt unseren Willen durchsetzen müssen. Wenn da alle mit zufrieden sind beim Kunden, dann ist das halt so. Was ich euch jetzt aber eigentlich sagen will mit dieser Geschichte und vielleicht habt ihr das so zwischen den Zeilen schon ein wenig rausgehört, ist die eine Sache, die eben Erfolg ausmacht oder halt auch nicht. Und das ist wirklich eine Sache, die wir in ganz, ganz vielen Bereichen sehen und ich sage sie euch jetzt einfach, nämlich ins Tun kommen, gestalten. Und es ist ein Riesenunterschied,
Ich kann immer tolle Pläne machen, mir vorstellen, was passiert wann und wie reagiere ich auf welche Situation. Wenn ich das nicht umsetze, ist das beste Potenzial verschenkt und bringt mir gar nichts. Jetzt werdet ihr sagen, klar, haben wir gewusst. Ja, ich frage euch nur jetzt mal, warum seid ihr da nicht schon längst erfolgreich? Weil, wie gesagt, eigentlich ist es ganz einfach. Ich habe ja vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, ich verlinke es auch nochmal hier oben, wie man so erfolgreich wird wie Apple oder sowas heißt das. Und in dem Video habe ich ja erklärt, dass das im Prinzip nicht funktioniert, dass man nicht einfach ein Erfolgsrezept nehmen kann und nachbauen. Aber diese eine Sache, diese, ja, Meta-Sache könnte man sagen, die ist eben allen erfolgreichen Menschen, allen erfolgreichen Organisationen gemein. Sie reagieren nicht nur, sie gestalten aktiv. Und ja, ich sag mal, ein mehr oder weniger Alltagsbeispiel, aber wenn man eine interessante Frau, einen interessanten Mann oder sonst irgendjemanden kennenlernt, der einem gefällt, muss man ja zum Beispiel auch einen ersten Schritt gehen und irgendwie mit demjenigen ins Gespräch kommen. Dann geht das ja weiter, man geht ja immer wieder. Nächster Schritt, dann kommt vielleicht irgendwann der erste Kuss und so weiter. Und auch hier muss man ja proaktiv vorgehen. Wenn man nur zu Hause sitzt, wird wohl kaum die Liebe des Lebens auf einmal bei euch im Wohnzimmer stehen oder so. Gut, irgendwelche abgedrehten Szenarien, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber das ist wie überall. Wenn ich nicht den ersten Schritt gehe oder überhaupt mal ins Tun komme, wenn ich nicht anfange, die tollen Pläne, die ich alle in meinem Kopf habe, umzusetzen, bleibe ich immer da, wo ich heute schon bin. Wenn ich nicht das Unternehmen gründe, von dem ich immer träume, ja, werde ich damit niemals erfolgreich sein. Wenn ich nicht langsam mal die Strategie verfolge, die Reise mache, die ich schon mein ganzes Leben lang machen wollte, werde ich es nie tun. Ich muss proaktiv die Sachen angehen, den ersten Schritt tun, ins Tun kommen, damit ich erfolgreich sein kann. That's it. Also, ja, im Prinzip ist das ja auch schon alles. Aber ich weiß, es ist schwer, weil der erste Schritt ist oft mit Unsicherheit verbunden. Mag die Person mich jetzt auch? Wie reagiert sie, wenn ich sie anspreche? Wie, ja, reagiert die Frau meiner Träume auf meinen Heiratsantrag, selbst wenn wir schon ewig zusammen sind und so weiter? Wir kennen ja alle so Geschichten, wo es dann nicht funktioniert hat. Ja, aber das macht eben auch eine erfolgreiche Person aus. Die macht trotzdem weiter. Die scheitert nicht einmal und hört dann auf, sondern Erfolg heißt ja, ich stehe immer wieder auf und probiere es neu. Versuche eben meine Ziele zu erreichen. Klar, muss ich mir vielleicht irgendwann, gerade im unternehmerischen Sinne, auch mal eingestehen, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dann kann ich immer noch an der Strategie nachdrehen, kann überlegen, ist das Produkt irgendwie nicht gut? Vermarkte ich das nicht gut genug? Oder bin ich vielleicht einfach im falschen Markt unterwegs? Aber wenn ich irgendwie erfolgreich sein möchte, muss ich eben aktiv daran arbeiten. Ich kann nicht zu Hause sitzen und der Erfolg wird zu mir kommen. Das passiert nicht. Das Gleiche ist, wenn ich eine Doktorarbeit schreibe. Ja, wach nicht einfach morgens auf und zack, finde ich die Datei, Abgabe fertig auf meinem Computer vor. Nein, das ist harte Arbeit. Ich muss immer wieder weiter daran arbeiten. Ich muss diese Doktorarbeit schreiben. Genauso ist das eine Abschlussarbeit oder eine Prüfung oder dass ich für etwas lernen muss, ein bestimmtes Zertifikat, das ich erwerben will. Und deswegen erfolgreiche Menschen, genauso wie erfolgreiche Unternehmen, die kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie eben vom Planen und Reden ins Tun kommen, dass sie gestalten und ja, die Welt um sie herum gestalten, sich so anpassen, sich so verhalten, dass sie erfolgreich sind. Und so banal sich das eben anhört, das ist im Prinzip alles, worum es geht. Und es gibt schon mal so Situationen, da weiß man vielleicht nicht, ja, wie komme ich jetzt ins Tun? So auch eben der Kunde, von dem ich gesprochen habe. Aber dafür gibt es ja dann Leute, die einem helfen können. Das können jetzt wie wir Berater sein, das kann aber manchmal auch schon irgendwie ein Freund, eine Freundin, jemand im privaten Umfeld oder sonst irgendwie sein, der einem so ein, ja, kleinen Impuls in die richtige Richtung gibt, der einen unterstützt, der vielleicht mal nachfragt, ey, wie läuft's denn mit deiner Doktorarbeit? Keine Ahnung, die Kumpels, die dich dann auffordern, herkommen, sprich sie an. Also, all sowas. Wer erfolgreich sein will, muss ins Tun kommen. Und da gibt's ganz, ganz viele Wege. Es gibt dann kein Patentrezept dafür, was das Tun denn ist.
Das ist eben dieser Gegenstand des Videos, zu erfolgreich sein wie Apple. Selbst wenn ihr in der Garage neben Steve Jobs und Steve Wozniak das gleiche Unternehmen aufgezogen hättet, ihr wärt garantiert nicht so erfolgreich geworden wie die. Aber ihr könnt auf eine andere Art und Weise erfolgreich sein. Und natürlich gehört da bisweilen, bis zu einem bestimmten Grad kommt man auch mit harter Arbeit. Aber irgendwann gehört natürlich auch eine Portion Glück dazu. Das will ich auch nicht leugnen. Aber so ein Grundstock an Erfolg, den kann man immer dadurch erreichen, dass man ins Tun kommt und dass man dann eben auch im Tun bleibt, nicht aufgibt, selbst wenn man scheitert. Eigentlich sind da auch Anschlusspunkte zum Video von letzter Woche, zum Change Management und zur Organisationsentwicklung und sowas alles. Denn das kann ich natürlich alles nicht machen, wenn ich rückwärtsgerichtet versuche, die Welt irgendwie wahrzunehmen, sondern ich muss ganz klar nach vorne proaktiv eben in die Zukunft weisend darauf hinarbeiten, dass ich meinen Erfolg auch erreiche. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche. Überlegt mal, an welcher Stelle ihr ins Tun kommen könntet oder an welcher Stelle ihr in der nächsten Woche ins Tun kommt. Und schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht ist das schon so ein bisschen wie eine Verpflichtung und eher dann ein Impuls, dass ihr auch ins Tun kommt. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, soweit noch nicht geschehen. Liked das Video und aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!